Bist drauf? Ja. Die Sirche haben jetzt zum ersten Mal. Servus, wie geht's? Zwei Jungmusiker, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Mostviertel am Feldkirchner Badesee treffen sich Kevin Spatt und Jack the Bush zum ersten Mal. Bei der LT1 Soundkisten stehen sie auf derselben Bühne, bei einem Open-Air Unplugged-Konzert. Aus der Castingshow DSDS, den 25-jährigen Kevin Spatz. Aktuell arbeitet er an einem Album, auf dem auch ein Lied drauf sein wird, bei dem er mit der Show abrechnet. Ich würde nicht sagen, dass ich negativ jetzt das Ganze in mir trage, aber natürlich habe ich jetzt ein ganz anderes Bild als vorher, weil jetzt weiß ich genau, wie läuft es hinter den Kulissen, wie rennt es wirklich ab. Und ich war mir vorher schon bewusst, dass es nicht viel mit Musik zum Tun hat so im Ganzen, aber dass es eben so eine knallharte Geschichte ist, ist halt schon ja, ein bisschen traurig, aber gut. Ich bin trotzdem happy, dass ich dabei war und habe einiges gelernt, habe mir einiges mitnehmen können und passt schon so. Mehr Musik, weniger Show. Das ist es, was dem jungen Oberösterreicher wichtig ist. Und auch das, worauf es bei seinem ersten Unplugged-Konzert am Feldkirchner Badesee ankommt. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Album ist hier inklusive. Und daran arbeiten er und seine Bandkollegen seit mehr als 2 Jahren. Es war für mich immer klar, dass ich mit den Jungs praktisch das Ganze früher oder später auf die Bühne bringen werde, egal was da bei DSDS rauskommt. Es war nie was anderes im Fokus gestanden. Ich bin richtig happy, dass wir diesen Weg gehen und dass es auch so weitergeht. Wir haben ein paar spannende Sachen, was jetzt im Herbst, Winter kommt und auch für nächstes Jahr dann. Und ich freue mich richtig, dass wir den Weg gehen. Ja. Im Frühjahr 2016 soll das erste Album von Kevin dann endlich auf den Markt kommen. Der Name noch geheim. Doch das Wichtigste ist ein großes Herz und nicht nur schöne Augen. Sein erstes Album hat Jack the Bush bereits lanciert. Ganz anders als Musikerkollege Spatt singt der Mühlviertler in Mundart. Und das soll sich auch auf seiner Europa-Tour im Herbst nicht ändern. Spaß versteht, ist es Zeit, dass sie die Triumph, jetzt einmal Triumph. Ja, ich will die eigenen Songs spielen, ich will aber genauso Coverlieder spielen, englische oder so, die was jeder kennt. Und also nur eigene, glaube ich, gehen nicht, aber englische muss man schon ein bisschen einbauen. Nur in England muss ich dann schauen, dass ich gut Englisch spreche, dann lasse ich die nicht so gut in Englischen weg. Das ist doch übel. Genau, muss ich noch üben. Das klingt doch schon recht vielversprechend. Für den Musiker geht's im Herbst nach Deutschland, über die Schweiz bis Frankreich und Italien. Mit dem Gepäck sein erstes Album, das er heuer veröffentlicht hat und das recht gut läuft. Ich kann mich nicht beklagen, aber sicher muss man noch einige verkaufen, bis dass es sich dann auch auszahlt hat. Aber es war eine große Investition und schon langsam zahlt es sich wieder an. Und so habe ich bis jetzt noch positives Feedback gekriegt. Vor allem, dass man am Mundart am besten steht, weil es einfach das meiste ich bin. Zwei Oberösterreicher, unterschiedlichste Genres, trotzdem Gemeinsamkeiten. Ihre Leidenschaft für die Musik, bei beiden zu spüren und zu hören. Und ich sag Tanz mit mir. Zu hören gibt's bei der nächsten LT1 Soundkisten Georg Höfler und Sigi Mittermeier, supported by DJ Dominik Lang. Am 31. Juli ab 20 Uhr im Mostviertel am Feldkirchner Badesee.